Kunden begeistern, erfolgreich verkaufen. Das ist der Wunsch jedes Unternehmers und das diesjährige Motto beim Tag des Handwerks in München. Der Bayerische Handwerkstag vertritt und fördert die Gesamtinteressen des Handwerks in allen Grundsatzfragen. Ein Anliegen, das auch Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner am Herzen liegt, die die Arbeit und das Engagement des Handwerks sehr schätzt. Ja, die Handwerksbetriebe sind natürlich für die Versorgung vor Ort ausschlaggebend, aber auch als Zulieferer für die Wirtschaft vor Ort. Und nicht zuletzt sind sie die Garanten für die flächendeckende Ausbildung, auch für unsere jungen Menschen. Und deshalb ist Handwerk eigentlich die Seele unseres Landes. Das Handwerk ist und bleibt eine stabilisierende Kraft für die bayerische Wirtschaft. Mir liegt das Handwerk persönlich sehr am Herzen. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie, bin selbst eine Handwerkerausbildung durchlaufen und deshalb fördere ich auch mit großer Begeisterung das Handwerk. Das Geheimnis der Begeisterung. Diesjähriges Kernthema des Handwerkstags. Was steht dahinter? Der Bayerische Handwerkstag ist ganz wichtig, dass wir uns präsentieren können, was das Handwerk alles zeigt, was es an besonderen Berufen hat, wo die Stärken auch des Handwerks liegen. Wir haben natürlich tolle, qualitativ hochwertige, individuell einzelartige Produkte. Und da müssen wir davon auch unsere Kunden begeistern. Das müssen wir verkaufen können und darum haben wir das mal unter das Motto gestellt, weil wir uns dann auch selber, das Handwerk selber, immer wieder neu verkaufen müssen und uns zeigen müssen, wo wir hinwollen. Begeisterung an Handwerksarbeit zeigt auch die 1847 gegründete Meyersche Hofkunstanstalt. Im Rahmen des Tag des Handwerks besucht Ilse Aigner zusammen mit Georg Schlagbauer und Dr. Lothar Semper diesen traditionsreichen Familienbetrieb. Die Meyersche Hofkunstanstalt ist insofern ein äußerst gutes Beispiel, als sie mittlerweile in der 5. Generation sich erfolgreich am Markt behauptet, national und international ihre Kunden begeistert. Und man hat eines gesehen, dass hier auch die Inhaberfamilie von ihrem Beruf, von ihrem Betrieb begeistert ist. Das ist eine Perle, die man, glaube ich, gar nicht groß genug herausstellen kann. Das ist ein internationales Unternehmen, sehr exportstark, aber mit höchster Qualität, mit höchster Kreativität, ein weltweit führendes Unternehmen. Und da können wir schon stolz sein, dass wir das bei uns in München in Bayern haben.